Wir alle wollen gute Freunde in unserem Leben haben. Aber nicht einfach irgendwelche Freunde, sondern Freunde, die wirklich zu uns passen. Wie du diese Freundschaften nicht irgendwann bekommst, sondern jetzt. Und was es eigentlich wirklich heißt, du selbst zu sein, das erfährst du heute. Damit erst einmal herzlich willkommen, Alexander Wahler hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist und Freundschaft. Ein Konzept, was enorm schwer in Worte zu fassen ist. Doch wenn du Freundschaft nicht verstanden hast, dann hast du das Leben nicht verstanden. Auch wenn Freundschaft schwer in Worte zu fassen ist, lass uns direkt mit Punkt Nummer 1 anfangen, nämlich überdenke einmal deine Vorstellung von Freundschaft. Jeder von uns hat ja etwas anderes im Kopf, wenn wir an Freunde und Freundschaften denken. Was ich über Freunde und Freundschaften denke, ist wahrscheinlich ganz, ganz anders als das, was du über Freunde und Freundschaften denkst, beziehungsweise was ich von Freunden erwarte und was du von Freunden erwartest. Und damit sind wir bei einer wichtigen Frage, die du dir stellen solltest, nämlich, was erwartest du von deinen Freunden? Was muss bei ihnen gegeben sein? Wie müssen sie drauf sein? Und was darf auf gar keinen Fall gegeben sein? Wenn du zum Beispiel eher der ruhige Zeitgenosse bist und es genießt, abends in einer Bar zu sitzen oder zu Hause auf der Couch mit ein paar Freunden Zeit zu verbringen, dann ist es wahrscheinlich in deinem Interesse, Freunde zu haben, die ähnlich sind. Denn jetzt stell dir mal vor, du bist dieser ruhige Kerl und alle Leute, die du kennenlernst, sind die super extrovertierten, lauten Abenteuerlustigen, die keine 2 Minuten an der Stelle sitzen können und du denkst dir, what the fuck? Vielleicht bist du aber auch das genaue Gegenteil. Du bist der super laute, extrovertierte Kerl. Dann ist es vielleicht in deinem Interesse, extrovertierte Freunde zu haben. Doch vielleicht ist es auch in deinem Interesse, Leute in deinem Umfeld zu haben, welche extrem ruhig sind und dich eher auf den Boden zurückholen. Du siehst also, du solltest dir erst einmal klar werden, was du überhaupt möchtest, was für Freunde du haben möchtest, wie die drauf sein sollen, wie sie nicht drauf sein sollen, welche Werte sie vertreten, welche Angewohnheiten sie haben und wie eure Freundschaft aussehen soll. Sonst passiert dir nämlich das, was dem Großteil der Menschen draußen passiert. Sie fallen ganz einfach passiv in irgendeinen Bekanntenkreis und werden niemals aktiv die Zügel in die Hand nehmen, um etwas daran zu ändern. Sie werden niemals wirklich echte Freundschaften haben. Frag dich im gleichen Atemzug auch, was gibst du denn der Freundschaft? Denn es geht ja nicht nur darum, was du aus Freundschaften herausbekommst, sondern es ist immer ein Spiel zwischen 2 oder mehr Leuten. Frei nach dem Zitat, frag dich nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst, was dich einmal ein wenig umdrehen. Frag dich nicht, was deine Freunde für dich tun können, sondern frag dich, was du für deine Freunde tun kannst. Im gleichen Atemzug interessiert mich noch, was ist denn deine Vorstellung von Freundschaft? Schreib mir das mal unten in die Kommentare. Was uns dann zu Punkt 2 bringt. Zu Hause wird nichts passieren. Oder anders ausgedrückt, geh raus, geh unter Menschen. Lerne eine ganze Menge von verschiedenen Persönlichkeiten kennen. Nur so kannst du ja herausfinden, was für Freunde du überhaupt möchtest, mit wem du eine natürliche Chemie hast, welche Leute du auf gar keinen Fall in deinem Umfeld haben möchtest, was du überhaupt nicht leiden kannst. Und auch nur dann kannst du die echten Freunde finden. Du kannst Punkt 1 so gut durchgearbeitet haben, wie du möchtest. Wenn du pro Woche nur eine neue Person kennenlernst, dann wird es wahrscheinlich sehr lange dauern, bis du diese 5 echten wahren Freunde in deinem Umfeld gefunden hast. Wenn du hingegen eine neue Person pro Tag kennenlernst, dann sieht es schon ganz anders aus. Was, wenn du 2 neue Personen pro Tag kennenlernst? Was, wenn du 5 oder 50 pro Woche kennenlernst? Dann sieht es schon etwas anders aus, nicht wahr? Die Metapher, die ich dafür gerne nutze, ist die Goldgräber-Metapher. Stell dir vor, du bist Goldgräber mit deiner Spitzhacke und gehst in die Mine, um diese Goldstücke zu finden. AKA, Goldstücke, deine besten Freunde. Du bist ja an einem Stein und bist am Arbeiten und alles, was dir entgegenkommt, sind Steine, was du ja nicht haben möchtest. Und all diese Steine, die ganzen Leute, die du kennenlernst, ja, cool, verstehen uns ganz gut, aber wir haben nicht wirklich so enge Chemie. Nee, wir haben uns nur einmal getroffen. Nee, passt nicht so. Doch eines Tages ist zwischen dieser Menge von Steinen, die du zur Seite schaffst, auf einmal ein Goldstück. Nur so findest du also echte Freunde. Wenn du einen großen Durchlauf von neuen Menschen hast, wenn du viele neue Leute kennenlernst, merkst du, was dir gefällt und dann hast du irgendwann diese Goldstücke in deinem Leben. Wenn du dich jetzt fragst, wie lerne ich denn so viele neue Leute kennen, dann empfehle ich dir zuerst einmal, dich hier oben einzutragen in meine 3-teilige kostenlose Videoserie zu meinem neuen Buch Freunde finden im 21. Jahrhundert. Da gehe ich sehr viel genauer drauf ein. Und ich möchte dir hier noch einige Beispiele mitgeben. Wie du weißt, bin ich vor einigen Monaten nach Sofia, Bulgarien gezogen. Natürlich kannte ich hier nicht viele Leute. Was habe ich also gemacht? Bevor ich überhaupt mal hier hingereist bin, habe ich meine Freunde und Bekannten gefragt, hey, wen kennst du hier, den ich kennen sollte? Und siehe da, schon hatte ich ein paar Kontakte. Dann habe ich diese Leute, die ich kennengelernt habe, das gleiche gefragt und schon hatte ich ein paar neue Kontakte. Als nächstes habe ich mir bestimmte Stammrestaurants, Stammcafés und Stammbars ausgesucht, wo ich immer und immer wieder hingehe und rat mal, was dann passiert. Genau,
Mit der Zeit lernst du die Leute kennen, die da arbeiten, lernst andere Gäste kennen und plötzlich hast du da wieder neue Kontakte. Das gleiche habe ich gemacht beim Coworking Space, wo ich 5-mal die Woche hingehe. Da arbeiten über 100 Leute und wenn du da nur eine Handvoll Leute kennst, bam, auch da können wieder neue gute Freunde drunter sein und sie können dir wieder ganz andere neue Menschen vorstellen. Und mein persönlicher Favorit, schmeiß deine eigenen Events. Mach eigene Partys, mach eine eigene Mastermind, mach einen gemeinsamen Dinnerabend und bring mehrere Leute zusammen und sag jedem, hey, weißt du was, bring einen Freund mit oder bring eine Freundin mit. Dadurch lernst du so viele neue Leute kennen, dass du recht schnell ein Gefühl dafür bekommst, mit wem du dich gut verstehst, was du magst, was dir nicht gefällt, was du suchst, mit wem du von Anfang an Chemie hast und mit wem nicht. Oh, und bevor wir zum dritten Punkt kommen, ein Mindset, was ich dir dazu noch mitgeben möchte, ist, du weißt nie, wo deine nächste beste Freundschaft herkommt. Also lerne eine ganze Menge neue Leute kennen. Und natürlich Punkt 3, lass deiner Persönlichkeit freien Lauf. Oder wie ich es gerne nenne, Ausdruck statt Eindruck. Denn wenn wir uns auf den Eindruck fokussieren, dann micromanagen wir, was wir machen, was wir sagen, was wir tun, worauf wir uns fokussieren, wie wir unser Image nach außen projizieren. Wenn wir hingegen ganz klar sagen, hey, ich drücke mich authentisch aus, dann legst du deine Persönlichkeit vollkommen authentisch und auch verletzlich, seien wir ehrlich, du machst dich damit sehr verletzlich, legst du auf den Tisch und sagst, hey, take it or leave it. Und rate mal, was dann passiert. Zum einen, du fühlst dich sehr viel wohler in deiner eigenen Haut und du ziehst Leute an, denen das gefällt. Du ziehst Leute an, die genauso authentisch sind, denn das ist dann ja die Grundlage für eine Freundschaft. Eine Freundschaft kann nie auf einer Lüge basieren oder auf einem Image, was du nach draußen in die Welt projizierst. Du ziehst nicht das an, was du willst, sondern das, was du bist. Und natürlich möchtest du authentische Freunde. Du möchtest Freunde, die echt sind, die dir die Wahrheit sagen, die dir auch mal eine unangenehme Wahrheit ins Gesicht sagen, denen du vertrauen kannst, weil du weißt, hey, das, was die Person mir gerade entgegenbringt, ist nicht irgendeine Maske, sondern ihre echte Persönlichkeit. Wenn du solche Menschen also haben möchtest, sei selber authentisch. Was uns denn jetzt zu der Frage bringt, was heißt es denn jetzt, du selbst zu sein, authentisch zu sein? Lass uns das hier ein für alle mal klären. Wenn du verspannt bist, dann versuchst du jemand anders zu sein. Versuchst, verkrampft ein bestimmtes Bild nach außen zu geben. Oh, ich muss mich so verhalten, oh, ich muss das sagen, oh, ich muss jetzt hier witzig sein, oh, ich muss jetzt hier cool sein. Wenn du hingegen entspannt bist, dann bist du du selber. Hast du schon mal darauf geachtet, wie du dich mit Leuten verhältst, bei denen du dich wirklich wohlfühlst? Du bist entspannt. Und kaum bist du entspannt, lässt deine Persönlichkeit automatisch raus. Du bist automatisch du selbst. Du lässt bestimmte Witze raus, lässt einen Spruch nach dem anderen ab, hast immer bestimmte Geschichten auf Lager, bist Teil der Konversation und bist nicht dieser total verspannte Kerl, der ständig micromanagt, wie jetzt sein Eindruck nach außen ist. Also Ausdruck statt Eindruck. Und wenn du verspannt bist, versuchst du jemand zu sein. Wenn du entspannt bist, dann bist du du selber. Bevor du dich jetzt fragst, ja, aber wie werde ich denn jetzt entspannter, will ich dir dazu auch noch eben die Antwort geben. Stell dir vor, du hast nur ein Date im Monat. Glaubst du, du wärst vor dem Date nervös? Würdest dir Gedanken machen, was du jetzt für einen Eindruck machst? Wie genau du jetzt rüberkommst? Dann wäre ehrlich. Klar, würde ich auch. Ein Date. Und das ist das Einzige, was in den nächsten Monaten in Aussicht ist. Ja, wahrscheinlich wäre ich auch ziemlich nervös. Und jetzt stell dir mal vor, du hast jeden Tag ein Date. Wie nervös wärst du dann nach dem 3., 4., 5., 6., 7., 8. Date, wenn du es jeden Tag machst? Wahrscheinlich nicht wirklich. Du wirst ziemlich entspannt. Und je entspannter du wirst, desto mehr kannst du deine Persönlichkeit rauslassen. Wie wirst du also entspannter beim neuen Leute kennenlernen, in bestimmten Situationen, in größeren Gruppen? Indem du dich immer und immer und immer wieder in die Situation begibst, bis es für dich zum Alltag wird. Dabei will ich dir natürlich helfen und gebe dir eine dreiteilige kostenlose Videoserie aus meinem neuen Buch Freunde finden im 21. Jahrhundert. Trag dich dazu einfach hier oben in der Infocard ein und du bekommst sie ab dem 6.1. zugeschickt. Plus, du bekommst ziemlich geile Boni, wenn du dich einträgst und dann das Buch in der ersten Release-Woche kaufst. Du bekommst es günstiger, du bekommst das Hörbuch im Release im Februar kostenlos dazu und du kannst ein Coaching im Wert von 1.900 Euro mit mir persönlich gewinnen. Also trag dich hier oben ein. Nachdem du das also erledigt hast, kommen wir noch zu einem Bonustipp, nämlich gib der Freundschaft Zeit. Stell dir Freundschaft wie eine Pflanze vor. Nachdem du gemerkt hast, hey, wir haben gemeinsame Chemie, wir verstehen uns, da ist ein Nährboden dafür, dass die Pflanze wachsen kann, dass die Freundschaft gedeihen kann, gibst du der Pflanze alles, was sie braucht. Wasser, ausreichend Sonnenlicht, du sorgst dafür, dass kein Ungeziefer da ist oder Unkraut, was sie kaputt machen kann. Und selbst wenn du der Pflanze all das gegeben hast, wirst du nicht dafür sorgen, dass sie schneller wächst, wenn du an der Pflanze ziehst. Gib der Pflanze Zeit zu wachsen. Gib der Freundschaft Zeit zu gedeihen. Manche Freundschaften entstehen schneller, manche Freundschaften brauchen ihre Zeit. Der Hauptpunkt, womit die meisten Menschen entstehende Freundschaften kaputt machen, entstehende Geschäftsbeziehungen, entstehende Liebesbeziehungen, Dates, Bekanntschaften, ist, dass sie keine Geduld haben.
gib der Freundschaft verdammt nochmal Zeit zu gedeihen. Denn wenn du das alles beachtest, bist du auf einem verdammt guten Weg, nicht nur oberflächliche Bekanntschaften, sondern echte lebenslange Freundschaften zu haben. Wenn du noch viel, viel tiefer gehende Tipps zu diesem Thema haben möchtest, trag dich hier oben in die kostenlose dreiteilige Videoserie ein. Und natürlich abonniere meinen täglichen Podcast, wo du jeden Tag neuen exklusiven Content vollkommen kostenlos bekommst. Alle Links findest du in der Beschreibung. Dann bedanke ich mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest einiges lernen. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Hab einen glorreichen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.